Heute haben wir wirklich mal was ganz Spezielles für euch, und zwar von Meguiar's hier das Wash Plus. Das ist ein Auto-Shampoo mit integrierten Polituranteilen, und das soll hier während der Wäsche kleine Fliegenreste entfernen, aber auch kleine Waschswirls und so kleine Hologramme. Da bin ich echt gespannt, ob das Shampoo hier das leisten kann. Das wäre natürlich Wahnsinn, dann braucht ihr keine Poliermaschine mehr, um hier euch kleine Waschkratzer zu entfernen. Und das kostet ca. 20 Euro und hier sind 709 Milliliter drin. Ich bin gespannt, und das schauen wir uns echt hier mal etwas genauer an. Das wird ein bisschen anders angewendet als die normalen Auto-Shampoos. Und ich habe hier vorhin schon so eine Fläche vorbereitet. Wir werden hier den schwarzen Lack damit behandeln, auch kleine Testflächen abkleben und schauen, verschwinden hier so die kleinen feinen Haarkratzer, die drauf sind. Und damit freut euch jetzt hier auf den Test vom Meguiar's Wash Plus. Viel Spaß. Hier haben wir eine kleine Testfläche vorbereitet, ungefähr 30 x 40 cm. Hier haben wir zwei etwas größere und längere Kratzer, die seht ihr auch schon mit bloßem Auge. Und jetzt gehen wir auch nochmal hier mit dem Licht drauf und da seht ihr, oh, richtig schöne Swirls Hologramme, das sieht richtig böse aus. Und diese kleinen Fehler soll eigentlich das Shampoo bewältigen können. Bei den beiden Kratzern hier bin ich echt gespannt, ob sie das schafft, das glaube ich mal eher nicht. Aber hier diese ganzen kleinen Hologramme, das sieht auf jeden Fall gut aus, im negativen Sinne. Da bin ich mal gespannt, ob diese Politur-integrierte Shampoo-Lösung hier etwas bewirkt. Der Bereich ist so markiert, dass wir die Kamera dann genau an dieselbe Position stellen können, damit wir auch kein verfälschtes Bild bekommen. Also wir werden versuchen, die Kamera wieder hier genau so auszurichten, dass wir genau denselben Bereich wieder im Bild haben. Soweit alles vorbereitet. Hier vorne seht ihr das kleine Viereck, auf was wir uns dann direkt nochmal konzentrieren. Wir brauchen auf jeden Fall eine nasse Oberfläche. Hier auf der Anleitung steht drauf, dass das Fahrzeug vorher gründlich von Schmutz befreit sein soll. Das heißt, wenigstens hier mit dem Hochdruckreiniger einmal übers Fahrzeug drüber gehen und damit wirklich so Lehm- und Schlammreste entfernen. Der Rest, das soll dann hier dieses Shampoo mit integrierter Politur erledigen. Fliegenreste entfernen und Light Scuffs auch. Und da bin ich echt gespannt. Vorher brauchen wir aber noch so eine leicht angefeuchtete Oberfläche. In der Zeit schlüpfe ich hier schon mal in meinen Petzolds Waschhandschuh rein. Das reicht eigentlich schon völlig aus. Auch den Handschuh müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen anfeuchten. Ja, das sollte eigentlich schon gut ausreichen. Ja, reicht völlig zu. Dann das Produkt hier nochmal richtig schön durchschütteln, damit ihr auch die ganzen Inhaltsstoffe 100% vermengt. Dann zieht ihr hier oben diese kleine Kappe etwas nach oben und könnt hier das Wash Plus auf die Fläche drauf geben. Und das ist wirklich sehr dickflüssig. Ihr seht, das haftet richtig am Handschuh wie so ein Gel. Und ihr sollt wirklich so viel auf die Fläche drauf machen. Ist auch hier nochmal so auf dem Bild zu sehen. Stellen wir es mal zur Seite und dann wascht er hier die Oberfläche ganz normal, und ich bin gespannt, wie sich das jetzt schlägt. Ihr braucht doch jetzt keinen Wascheimer dazu, und gehen wir mal auf die Fläche drauf. Also man merkt richtig, wie das hier auf der Oberfläche klebt. Wenn ihr das ein bisschen verteilt habt, dann fühlt es sich eigentlich genauso an wie ein ganz normales Shampoo. Aber ihr seht, es ist doch sehr, sehr schaumig. Gehe ich mal auf die andere Seite in der Zeit und wirklich nur in geraden Bahnen über die Oberfläche drüber gehen. Also das funktioniert erstmal sehr gut. Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es doch sehr, sehr viel Widerstand gibt. Aber ihr seht, das schäumt wirklich ungemein auf. Schauen wir uns mal den Handschuh an, immer noch so ein bisschen gelblich eingefärbt. Also ihr könntet jetzt locker mit dieser Menge, die ich jetzt draufgegeben habe, noch zusätzlich vorher übers Dach gehen, über die Motorhaube. Also ihr müsst nicht noch mehr Produkt einsetzen. Ihr seht, das schäumt wirklich ungemein. Dann haben wir die Fläche erstmal soweit gereinigt und ich gehe jetzt noch mal etwas intensiver über diese Fläche drüber, um einfach zu schauen, ob jetzt hier ein Vorteil eintritt. Ich gehe wirklich nur von oben nach unten, keine kreisenden Bewegungen, weil hier sollen ja diese kleinen Polituranteile doch leichte Scuffs, also leichte kleine Haarkratzer entfernen. Auch hier, ich gehe noch mal über die Scheibe drüber, weil wir wollen ja auch hier keine Schlieren erzeugen. Also man merkt richtig, wie stark hier dieses Shampoo an der Oberfläche haftet, weil man muss doch etwas mehr Druck aufbringen, um hier den Handschuh über die Oberfläche gleiten zu lassen. Also das ist ein Punkt, den ich bisher bei keinem anderen Shampoo so fühlen konnte. Aber man merkt jetzt hier im Handschuh selbst nichts von irgendeiner Polierleistung oder es ist nichts zu merken. Es fühlt sich am Ende genauso an wie eine ganz normale Fahrzeugpolierung.
Wäsche vom Handling her. Im Anschluss sollte einfach das Shampoo komplett von der Fahrzeugoberfläche runterspülen, nichts antrocknen lassen und das machen wir jetzt an der Stelle auch. Ich sprühe hier den Rest mal runter und wir schauen mal, was sich jetzt hier an der Fläche verändert hat. Es ist ja auch nicht angegeben, dass ich jetzt hier 3, 4, 5 Mal über die Fläche drüber gehen soll. Am Ende würde das ja auch viel, viel Zeit in Anspruch nehmen. Lässt sich eigentlich soweit erstmal gut von der Oberfläche runterspülen. Und auch hier vorne auf der Motorhaube jetzt komplett entfernt. Da gibt es auch keine Probleme soweit. Trocknen wir die Fläche noch ab und dann schauen wir uns mal hier vorne unsere Testfläche an. Am schnellsten geht es wie immer mit dem California Blade. Das nehmen wir auch nochmal in den Einsatz, weil es einfach hier für den Bereich super geeignet ist. Ich gehe jetzt extra hier mit Absicht nicht über die Testfläche drüber, damit sich dann keiner hier beschwert, dass wir hier irgendwie den Test verfälscht haben. Das trocknen wir dann ganz normal mit einem weichen Mikrofasertuch. Nur den groben Wasserüberschuss nehme ich jetzt mit dem Dry Blade hier runter. Und den Rest jetzt hier auf der Motorhaube mit dem Trockentuch. Ohne viel Druck einfach über die Fläche drüber gehen. Wir haben jetzt hier auch eine etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit. Da ist es immer ein bisschen schwieriger, die Flächen 100% sofort trocken zu bekommen. Da muss man dann immer noch mal ein zweites Mal drüber gehen, aber das funktioniert jetzt eigentlich noch sehr gut. Ich schaue mal selbst auf der Fläche, ob da irgendwo ein Negativpunkt zu erkennen ist. Irgendwelche Schlieren vom Shampoo, vielleicht irgendwelche Politurreste, die hier noch drauf sind. Es ist nichts zu erkennen. Die restlichen Schlieren lüften jetzt noch ab und dann schauen wir uns mal das erste Ergebnis an. So, dann schauen wir uns das Bild mal an. Ja, ihr seht ganz deutlich, ich finde, es hat sich hier nichts irgendwie verbessert. Diese ganzen kleinen feinen Haarkratzer sind alle noch da, bilden ja solche kleinen Lichtstrahlen aus. Auch hier die beiden etwas größeren Kratzer sind noch da. Das war uns klar, dass die nicht entfernbar sind jetzt erstmal für dieses Shampoo mit integrierter Politur. Aber auch diese ganzen anderen negativen Effekte sind alle noch da. Also ob hier jetzt kleine Scuffs, also kleine Kratzerchen entfernt werden können, das zweifle ich mal ganz stark an, selbst wenn man hier eine zweite oder dritte Runde drüber geht. Ja, ganz deutlich noch die ganzen Lackschäden hier zu sehen. Und ihr seht, wir haben wieder Tag, denn wir möchten in das Video noch einen zweiten Teil mit einfügen. Ihr habt ja gesehen, dass wir im ersten Teil versucht haben, mit dem Meguiar's Wash Plus hier diese kleinen Swirls herauszubekommen bei einer normalen Wäsche. Das funktioniert nicht ohne weiteres. Deswegen vielleicht noch eine zweite Sache heute hier in diesem kleinen zweiten Teil. Kann man vielleicht mit diesem Shampoo mit integrierter Politur vielleicht Versiegelungsreste oder Wachsreste oder andere Produkte hier von der Fahrzeugoberfläche entfernen, ohne irgendwelche Lösemittel oder Chemie einzusetzen? Deswegen hier im Hintergrund steht nochmal das Meguiar's Wash Plus und ich habe jetzt mal hier den Sonax Brilliant Shine Detail mitgebracht, einfach mal als beliebten Sprühversiegler. Und ich gehe jetzt noch mal hier über diese Fläche drüber, 3 Sprüher, 4, 5 und verteile das jetzt noch mal. Und im Anschluss werden wir mal schauen, ob man das damit entfernen kann. Aber erstmal verarbeiten wir hier den Sonax. Und das geht wieder sehr, sehr einfach. Ich habe jetzt die pure Variante genommen. Normalerweise könnt ihr das auch gern 1:1 noch mit Wasser verdünnen und habe trotzdem einen schönen Versiegelungseffekt. Wie ihr ja bereits im Mikrofasertuch-Video gesehen habt, nutzt ihr kein extrem dickes Tuch, denn das saugt sich unnötig mit Produkt voll und ihr wollt ja möglichst alles hier gut auf der Fläche verteilen. Ja, das sieht soweit gut aus. Lassen wir das hier noch ein bisschen aushärten, das geht beim Sonax Brilliant Shine Detailer sehr, sehr zügig und dann bereite ich mich schon vorher mit dem Meguiar's Wash Plus und wir schauen mal, ob wir das so schnell wieder entfernen können. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie gut das hier versiegelt hat. Ja, perfekt. So kennen wir das. Fläche vollständig benetzt. Ich kontrolliere nochmal. Ja, sieht gut aus. Können wir jetzt auch direkt loslegen. Wir lassen hier das Rest Wasser noch auf der Fläche drauf. Können wir ja gleich mit nutzen. Meguiar's Wash Plus und einen leicht angefeuchteten Waschhandschuh. Und jetzt machen wir das ja genauso, wie wir das auch im ersten Teil gemacht hatten. Einfach ein bisschen Wash Plus auf der Fläche verteilen. Ich schüttel das nochmal richtig kräftig durch. Oben die kleine Kappe nach oben drücken und dann mache ich mir mal 2 Streifen hier auf dem Waschhandschuh drauf. Das sollte völlig ausreichen. Wir machen nur die Hälfte der Motorhaube und waschen jetzt in geraden Bahnen einfach mal drüber.
Und ich bin gespannt, ob das jetzt hier den Sonax-Brillenschein schon herunterlöst. Weil wir haben ja hier so kleine Polierkörper mit in diesem Shampoo drin. Bin ich echt gespannt. Ich gehe auch wirklich noch mal eine Runde mehr drüber, weil vom Zeitaufwand ist das jetzt kein Riesenproblem, wenn man hier mal noch eine zweite oder dritte Bahn drüber geht. Genau bis zur Hälfte. Und dann spülen wir mal hier das Rest-Shampoo runter. Und dann schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt, ob dieses kleine Experiment funktioniert. Also auf den ersten Blick scheint es hier das Sonax komplett entfernt zu haben. Ihr seht richtig, stumpfe Oberfläche geworden. Shampoo sollte jetzt vollständig von der Fläche runter sein. Ich sprühe extra noch mal ein bisschen mehr. Also ihr seht ganz genau, hier zieht sich das Wasser langsam zurück, aber es bleibt richtig viel Wasser auf der Fläche drauf, damit ihr das noch mal ein bisschen besser seht hier. Spiegelt ja sicherlich. Also das gibt auf jeden Fall erstmal einen schönen Effekt. Hier vorne an der Nase sieht man noch, hier bin ich nicht hundertprozentig hingekommen, auch noch mal ein schönes Zeichen. Machen wir die Fläche noch mal trocken. Da wir jetzt hier viel Wasser auf der Fläche drauf haben, nehme ich dann gerne immer das Waterblade. Wenn ihr hier nur noch ein paar Perlchen habt, dann ist es nicht unbedingt nötig. Aber so habt ihr es einfach und könnt mit eurem Trockentuch viel länger hier arbeiten. Was wir jetzt auf jeden Fall noch kontrollieren müssen, ist, ob hier noch Restshampoo oder irgendwie Restpolitur auf der Fläche drauf ist. Wir haben es zwar gründlich mit Wasser abgespült und wir haben gesehen, der Wasserfilm stand dann richtig kräftig hier auf dieser Lackfläche drauf, aber es kann ja durchaus sein, dass hier noch Reste drauf sind. Deswegen teile ich die Haube jetzt nur noch mal kurz für uns in zwei Bereiche ein. Ich werde mal nur den oberen Teil mit dem Gin Prep noch mal nachbehandeln, das heißt mit dem Isopropanol Wasser gemischt, um das hier noch mal wirklich zu reinigen, weil es können ja wie zum Beispiel bei einer Politur noch Reste drauf sein. Deswegen sprühe ich einfach nur mal im oberen Bereich die Fläche etwas ein und reinige hier nur noch mal kurz den oberen Bereich, um wirklich sicher zu gehen, ob der Sonax-Brillenschein entfernt wurde oder ob sich jetzt nur das Shampoo inklusive, ja, Politur, übertrieben gesagt, da ist keine riesengroße Politur drin. Und dann kontrollieren wir das jetzt auch noch mal hier im unteren Bereich. Ja, immer noch selbes Bild. Erstmal auf den ersten Blick keine Versiegelung mehr drauf. Und jetzt schauen wir mal im oberen Bereich. Und auch hier immer noch eine komplette Wasserdecke, selbst nach so einer Isopropanol Wasser- bzw. Gin Prep CarPro Eraser Kontrolle. Also die Fläche immer noch komplett unversiegelt. Und hier sehen wir natürlich im vorderen Bereich auch nochmal die versiegelte Fläche. Und das ist auf jeden Fall jetzt ein richtig beeindruckendes Ergebnis. Ich mache jetzt hier auch nochmal einen kleinen zweiten zusätzlichen Test, weil ich möchte auf jeden Fall sicher gehen. Ich habe hier noch ein bisschen Meguiar's Wash Plus drin. Ihr seht hier noch ganz deutlicher gelber Anteil. Und ich gehe hier wirklich mal nur über diesen Mittelstreifen. Einfach nur normal in geraden Bahnen. Ohne großen Druck. Also ich lege hier wirklich nur die Hand normal auf. Ich übe jetzt keinen starken Druck auf die Fläche auf. Das ist eigentlich nicht nötig. Spülen wir das jetzt auch nochmal ab. Und da haben wir genau in dem Bereich, sehen wir schön hier die Bahn, auf der ich gearbeitet habe. Also das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Ergebnis. Hier sieht man auch nochmal richtig schönen Unterschied. Also das beeindruckt mich jetzt auf jeden Fall, weil wir suchen ja immer Mittel und Wege, hier restliche Sprühwachse oder irgendwelche anderen Wachse zu entfernen oder auch den Brillenschein, der ja wirklich sehr, sehr stabil und hartnäckig ist. Und auch hier gehe ich jetzt nochmal komplett mit Isopropanol drüber. Ich nehme erst nochmal das Wasser runter. Wir wollen ja nicht hier unnötig Isopropanol und Wasser vermischen. Und jetzt gehe ich wirklich über die gesamte Fläche nochmal drüber und ihr seht selbst hier, das Isopropanol zieht sich hier auf der Fläche zusammen. Hier auf der Mitte, ich sprühe jetzt wirklich mal ein bisschen mehr auf. Normalerweise müsst ihr das nicht so machen. Und jetzt reinige ich die Fläche einfach nochmal nach.
Ja, und durch das Restwasser, was hier auf der Fläche drauf ist, habt ihr auch noch ein paar restliche Schlieren, aber das ist kein Problem. Jetzt hier für unseren Test. Lassen wir uns noch kurz ablüften und dann machen wir nochmal hier den Wassertest. Die restlichen Schlieren im vorderen Bereich sind auch noch abgelüftet. Machen wir nochmal den Test. Ich bin echt gespannt. Also wir sehen hier nochmal deutlich Isopropanol oder GNPrep. Da passiert hier dem Sonax überhaupt gar nicht. Das interessiert das überhaupt nicht. Und jetzt hier auf der Mitte. Also das ist ein sehr, sehr deutliches Ergebnis. Und auch hier in dem Bereich nochmal vorn. Und da haben wir wieder die versiegelte Fläche. Also für mich erstmal ein deutliches Zeichen, dass der Sonax hier den Meguiars komplett weichen musste an der Stelle. So, also jetzt möchte ich es wirklich wissen an der Stelle. Ich gehe jetzt hier auf die gereinigte Seite bzw. unversiegelte Seite nochmal mit dem Chiron drüber. Ungefähr so 10 Sekunden warten und dann könnt ihr das schon runterspülen und da seht ihr wieder versiegelt. Schöner Effekt. Auf der anderen Seite komplett flache Tropfen, komplett eckig und hier haben wir jetzt wieder eine Versiegelung drauf. Und das Chiron Wet Coat muss jetzt auch hier nicht lange aushärten. Auch hier gehe ich jetzt nochmal mit dem Handschuh drüber. Hier ist immer noch genug Shampoo drin und gehe wieder nur über diesen Mittelstreifen. Spüle das nochmal runter. Links und rechts von der Fläche haben wir wieder unsere alte Versiegelung drauf und hier scheint das Wetcoat auch wieder komplett vernichtet worden sein. Machen wir die Fläche nochmal trocken und gehen hier auch einfach nochmal mit Prep drüber. Weil hier muss man wirklich genau sicher gehen, dass das auch funktioniert und sich nicht nur so ein Film oben drauf legt. Noch ein bisschen Wasser dabei, aber das beeinflusst hier das Ergebnis nicht. Mache ich noch die letzten Schlieren weg. Und dann testen wir das nochmal. Ja, selbes Bild. Also auch nach dem Entfetten mit dem Chiron Prep ist das Wetcoat immer noch komplett vernichtet. Wir haben hier wirklich eine richtig dicke Wasserlache auf diesem Bereich drauf. Das scheint erstmal zu funktionieren. Ja, und das war unser erster kleiner Test hier zum Meguiars Wash Plus. Fangen wir erstmal mit dem ersten Anwendungszweck an. Das soll ja hier dafür gedacht sein, sein Fahrzeug normal zu reinigen und durch diese integrierten Polierkörper kleine Scuffs, kleine Kratzerchen und auch diverse Fliegenreste zu lösen. Bei den Kratzern haben wir gesehen, das funktioniert nicht ohne weiteres. Da reicht hier der Polieranteil nicht aus. Bei Fliegenresten, da kann ich aufgrund des zweiten Testes, den wir hier mit reingenommen haben, sagen, könnt ihr auf jeden Fall ein paar Insektenreste anlösen. Aber ich denke mal, wenn die auch zu stark sind, wird es schon auch für das Shampoo etwas schwieriger. Es lässt sich ja ganz anders anwenden als normale Shampoos. Das wird nicht in den Wascheimer reingegeben, sondern ihr gebt das hier auf den Waschhandschuh drauf, vielleicht so 2, maximal 3 Bahnen. Und ihr habt gesehen, ich habe das hier im Video nur einmal auf den Waschhandschuh drauf gemacht und es hat sehr, sehr lange ausgereicht, weil der saugt sich dann mit Shampoo voll und ihr könnt sehr viel am Fahrzeug arbeiten. Problem ist nur an der Sache, ihr könnt dieses Shampoo nicht unbedingt bei der 2-Eimer-Waschmethode einsetzen, weil ihr gebt das ja direkt auf den Waschhandschuh drauf und ihr könnt ja den Waschhandschuh auch nicht auswaschen. Dann müsst ihr jedes Mal wieder neues Shampoo nehmen und irgendwann ist die Flasche leer. Das heißt, nach 2 bis 3 Wäschen habt ihr hier dann wirklich nichts mehr in der Flasche drin. Also das eignet sich nicht unbedingt für die 2-Eimer-Waschmethode. Ihr müsst das Auto vorher waschen, nochmal grob mit einer schönen Vorwäsche und dann müsst ihr wirklich mit dieser Technik, das heißt auf den Waschhandschuh drauf, auf das nasse Fahrzeug, müsst ihr ein bisschen schauen, ob das eurer Waschmethode entspricht. Und ihr habt gesehen, es gab ja nochmal so einen kleinen Cut im Video, denn uns ist vielleicht die Idee gekommen, man kann vielleicht in diesem Shampoo mit diesen integrierten Polierkörpern Versiegelungsreste oder frische Versiegelung schon von der Fahrzeugoberfläche runternehmen. Haben wir auch hier durchgeführt mit dem Sonax Brilliant Shine Detailer und ich hatte auch nochmal das Chiron Wet Coat hier mit, haben wir auch noch gleich mit in den Test genommen und das hat erstmal gut funktioniert hier auf unserem Fahrzeug. Wir sind extra nochmal mit Isopropanol bzw. hier mit dem Chiron Prep drüber gegangen, weil ich hatte auch ein bisschen Befürchtung, dass sich dann hier so ein kleiner Shampoo-Film drauflegt, der nicht mit Wasser runterzuspülen geht, aber dann nochmal mit Chiron Prep. Das entfernt wirklich restlos auch hier die letzten Shampoo- und Polierkörperreste. Ja, und da hat es echt den Brilliant Shine komplett abgelöst. Und da können vielleicht doch die kleinen Polierkörperchen, die hier drin sind, dafür sorgen, dass diese Versiegelungen einfach mit angegriffen werden und ihr poliert sozusagen ganz leicht mit diesem Waschhandschuh und diesem Shampoo hier die Versiegelung runter.
Und damit haben wir dieses Produkt eigentlich komplett zweckentfremdet, weil hier vorne steht ja auch drauf, es soll normalen Schmutz lösen, das wird es sicherlich machen, auch kleine Fliegenreste und auch Teerreste und Polish Anyway Lights gab es, also kleine Swirls oder so, die wir hier drauf hatten, habt ihr ja gesehen, die wurden nicht unbedingt entfernt, da gab es null Unterschiede. Aber zum Versiegelungsentfernen hat es jetzt hier erstmal bei uns gut geklappt und ja, kann man auf jeden Fall dafür einsetzen, weil der Verbrauch erstmal auch nicht so groß ist, weil ihr lange, lange mit dem Handschuh hier arbeiten könnt. Dafür ist der Preis aber auch einfach noch ein bisschen höher. Da muss man am Ende einfach schauen, lohnt es sich hier von der Preis-Leistung her. Ich finde erstmal aufgrund des geringen Verbrauchs, das kann man sich mal anschauen. Und damit sind wir hier am Ende des kleinen Tests angekommen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn ihr noch Fragen habt hier zum Meguiar's Wash Plus, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Video. Ciao.